bin heute in einem Eibenwald und berichte, erzähle meinen Jahreskreis Samhain aus dem Eibenwald, einer meiner Lieblingsplätze. Leider gibt es in Deutschland wenig Eibenwälder mehr. Das liegt auch an unseren Vorfahren und unseren Ahnen, weil Eiben sehr beliebt waren für Pfeilbogen und Pfeile und deshalb fast ausgerottet worden sind. Und man sieht schon, die Menschen haben immer schon Raubbau betrieben und nur halt nicht in der Dimension, wie wir es heute haben. Ja, aber trotzdem, es ist ein wunderschöner Platz, ein wunderschöner Wald und ja, ich werde aus diesem Wald für heute erzählen. Ich grüße Sie. Ich möchte heute im Zuge meiner Jahreskreis-Videos von Samhain berichten. Samhain ist der Übergang von einem Halbjahr zum anderen keltischen Halbjahr. Bei uns gibt es ja 4 Jahreszeiten, bei den Kelten hat es nur 2, und zwar das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr gegeben. Und ab dem 1. November fängt das Winterhalbjahr an. Das ist also so dieser Übergang, diese Grenze, und es ist ein sehr mystischer Zeitraum, ein sehr mystischer Moment. Auch dieser Abend, dieser Samhain oder Samhain, Abend am 31. Oktober ist ein Abend oder eine Zeit außerhalb der Zeit. Und es ist auch eine Zeit, wo die Grenzen zur Anderwelt dünn werden, wo die Übergänge leicht werden. Es ist eine Zeit, die wird auch strudelndes Chaos genannt. Und weil alles ein bisschen anders ist, ein bisschen verschoben ist. Und über diese Zeit möchte ich Ihnen berichten. Wie gesagt, das ist der Übergang vom keltischen Neujahr. Die Kelten haben ja das Jahr eingeteilt in wie einen Tag auch, einen Tag und eine Nacht. Und so auch das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr, die Nacht, die Winternacht hat man auch gesagt, oder der Sommertag. Und es ist die Zeit, wo auch früher, da hat's ja so, waren so Söldnergruppen, die so Kriegsgruppen, und die Finnern, und die sind in der Zeit, haben die sich auch in Burgen dann einquartiert, auch diese Gaukler und diese Barden und Skalden, wie sie im hohen Norden genannt worden sind, die Fili, die sind auch in den Burgen und Festen eingezogen, um den Winter da zu überstehen, was für so manchen Burgherren gar nicht so einfach war, also diese vielen Leute verköstigen zu müssen, bis zum nächsten Frühjahr. Und das nächste Frühjahr hat sich eigentlich mit Imbolc, das, was wir heute Maria Lichtmess nennen, angekündigt, wo das Licht eben einfach wieder stärker worden ist. Dazu gibt es ein eigenes Video. Ja, es ist auch eine Zeit, wo in Irland zumindest, von daher haben wir ja die meisten Informationen aus dieser Zeit, wo große Ratsversammlungen abgehalten wurden, wo eben auch die Könige, die Fürsten und so weiter eingeladen haben, wo das Volk zusammengekommen ist, wo man Gericht gesessen ist, wo man Rat zusammengesessen und beratschlagt hat. Und also eine sehr besondere Zeit, dieses Samhain und dieses Samhain-Fest, das auf diese Weise begangen worden ist. Am Vorabend von Samhain mussten auch alle Feuer gelöscht werden. Und erst am nächsten Tag durften die Druiden das Feuer wieder entzünden, als Ritual, als heilige Handlung. Und das zeigt schon, was dieser Zeitpunkt aussagt, nämlich vergehen, sterben und werden, wiederentstehen, ein neues Feuer. Und so ist auch dieser Zeitpunkt, hat was auch mit Vergehen und Werden, mit Tod zu tun. Da komme ich dann später noch drauf. Doch zuerst möchte ich noch als Beispiel aus dieser Zeit auch von der Legende von MacOc erzählen. Ja, die Legende von MacOc. MacOc ist der Sohn von Dagda, das ist der große Vater oder Allvater, eine wichtige Figur in der keltischen Mythologie, also aus der irischen Sagenwelt. Und seine Mutter war Boad und das war wiederum die Frau von Nektan. Und um diesen Sohn zu zeugen, beziehungsweise mit dieser Frau, ja, wir würden heute sagen, eine Affäre anzufangen, hat er Nektan in die Irre geschickt, beziehungsweise durch Zauber hat er die Sonne und den Mond angehalten
und hat Nektan auf eine Reise geschickt, wie die für Nektan eigentlich nur ein Tag war, weil ihm die Zeit in seiner Welt nicht vergangen ist. Und in dieser Zeit ist eben Ock geboren worden, der übrigens auch Angus heißt, und aufgewachsen. Und er ist irgendwann mal ist die Geschichte, geht die Geschichte so weiter, dass McOck verspottet worden ist, weil er keine klare Herkunft war, klar gezeigt worden ist, woher er eigentlich kommt, wer er eigentlich ist, von wem er eigentlich stammt. Und so ist er zu Dagda und hat gesagt: Du Moment, ich möchte jetzt einen Beweis deiner Vaterschaft, einen Beweis deiner Zuneigung und ich möchte dieses Land, dieses Gebiet für einen Tag und eine Nacht regieren. Und gutmütig hat Dagda ihm das zugewilligt und hat ihn das regieren lassen. Und es war genau die Nacht von Samhain. Und Samhain, wie ich schon gesagt habe, ist außerhalb der Zeit. Und McOck ist ja auch außerhalb der Zeit geboren worden, gezeugt und geboren worden, weil die Zeit ja angehalten worden ist. Und deshalb Dagda hat es übersehen, dass das heißt, dass er ihm das Reich für die Ewigkeit übergeben hat. Und so hat er ihn zumindest kurzfristig ausgetrickst. Auf langere Frist ist es ihm nicht gelungen. Die Geschichte geht noch weiter und verkompliziert sich, möchte ich an dieser Stelle nicht ausführen. Aber man sieht daran, es gibt Legenden, die genau das erzählen von dieser Zeitlosigkeit dieser Zeit und das Besondere dieser Zeit. Samhain markiert also auch den Beginn der dunklen Zeit. Die Natur zieht sich zurück. Es wird dunkel, es wird kalt, es wird düster, es wird unheimlich. Die Menschen bleiben eher zu Hause, die Felder sind bestellt, die Tiere kommen wieder in den Stall, die Bauern bringen die Tiere in den Stall von den Almen, wie wir es bei uns kennen, schon lange. Und so ist es auch die Zeit des Festes Todes. Des Todes nicht nur einfach vergehen, sondern auch im Hinblick darauf, dass der Tod kommen muss, um ein neues Leben möglich zu machen. Dieses Tod und Wiedergeburt, dieses Tod, Sterben und Vergehen und Werden, dieses Phönix aus der Asche und so weiter. Viele Beispiele, die es da gibt. Und so ist es auch das ein ganz besonderer Zeitpunkt, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Die Zugvögel fliegen weg. Es wird ja, kälter, düsterer. Und so ist auch die Aufforderung, sich auf sich zu besinnen, zu sich zu kommen, bei sich zu sein und mit sich zu sein und durchaus auch über den eigenen Tod oder überhaupt über das Thema Tod zu reflektieren. Ich glaube ja, dass jeder aufgefordert ist, in seinem Leben sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Spätestens, wenn es dann körperlich soweit ist, muss er es eh. Aber es wäre gut, es schon vorher zu tun. Manchmal durch den Tod eines Angehörigen, manchmal durch den Tod eines geliebten Wesens. Und wir sind ja in einer Kultur, die den Tod sehr vermeidet. Oder sagen wir mal, das Denken an den Tod. Eins der Dinge, die ganz klar zum Leben gehören und unmittelbar dabei sind. Und eine Tatsache für jeden von uns, dieser Körper wird vergehen. Ja, das ist eine der wenigen Sicherheiten, die wir in diesem Leben haben. Und trotzdem wird es so sehr ignoriert. Trotzdem ist es mit Furcht belegt, mit Ablehnung belegt. Am deutlichsten in der Schulmedizin, da ist ja Tod ein Versagen. Und früher ist man anders mit dem Thema Tod umgegangen. Da hat man das viel mehr, hat es viel mehr Bedeutung fürs Leben, beziehungsweise ein Teil des Lebens. Da war es nicht so dramatisch. Für uns ist Tod etwas ganz, ganz Fürchterliches, was es in anderen Kulturen ja nicht ist. Besonders natürlich in Kulturen, die an Wiedergeburt glauben. Bei uns ist der Tod ja was Erschreckendes, jüngstes Gericht, Fegefeuer und das durch die Kirche eingeführt worden ist. Und das ist natürlich schon dramatisch, wenn man das so sieht. Also, den Tod wollen wir nicht haben. Manche Menschen trauen sich nicht mehr auf den Friedhof zu gehen und schon gar nicht irgendwie am Gedanken an den eigenen Tod und die Möglichkeit der eigenen Sterblichkeit zu verschwenden. Und so denke ich, ist dieser Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt, sich genau damit auch auseinanderzusetzen, sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden und so diesen Übergang in diese dunkle Zeit, in diese Nacht, die Winternacht, sich klar zu machen. Früher war es ja wirklich so, der Winter war eher dazu angetan, dass man eben auch mit seiner Sterblichkeit konfrontiert worden ist. Hunger, Kälte, viel mehr wie im Sommer.
Und auch heute noch ist es die Möglichkeit oder die Aufforderung, würde ich mal sagen, heute ist es für uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit dem, was bedeutet es für mich, was sehe ich für mich. Ich glaube, das ist eine gute Aufforderung genau zu der Zeit und eine gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und ohne eben in dieses Dramatische zu gehen, sondern einfach mal eine innere Reise zu machen. Eine innere Reise auch zu der Bedeutung oder zu dem, was bedeutet es für mich, dass dieser Körper vergehen wird, dass diese Zeit auf dieser Welt begrenzt ist. Und wenn ich da hingehe und hinschaue, dann entsteht nämlich sehr was Wertvolles, nämlich der Wert des Lebens. Der Wert des Lebens, weil es eben begrenzt ist. Ich persönlich möchte nicht unsterblich sein. Es gibt ja so Tendenzen, unsterblich zu sein. Ich glaube, das hat hauptsächlich was damit zu tun, mit dieser Angst vor dem Tod. Und diese Angst zu überwinden, denke ich, ist eine der Aufgaben, die wir als Mensch hier in diesem Leben durchaus bewältigen können. Weil wenn wir es im Zeitpunkt des Todes erst tun, dann kann es mit Angst, mit Verzweiflung, mit ich weiß nicht was, ich habe es noch nicht erlebt, ja, damit zu tun haben. Und so ist es gut, jetzt einfach die Aufforderung auch an Sie, einfach mal zu schauen, was bedeutet dieses Thema für mich? Wie gehe ich damit um? Was denke ich, könnte danach sein? Wissen tue ich es nicht. Aber auf alle Fälle, die Zeit in diesem Leben ist begrenzt und darin ist auch ein Wert. Wie ich schon gesagt habe, die Wände sind dünn zur Anderwelt, zur Welt der Geister, der Spirits und auch der Ahnen. Und so ist es möglich, dass sowohl aus der Anderwelt die Wesen, die Geister, die Ahnen zu uns kommen und wir auch wieder überwechseln können in die Anderwelt, sehr leicht. Normalerweise ist das ja den Schamanen vorbehalten, den Druiden, den Menschen, die eben dafür beauftragt sind vom Volk, dass sie diese spirituelle Komponente leben und für das Volk praktizieren. Und in der Zeit ist es jedermann, jeder Frau sehr viel leichter möglich, diesen Übergang zu machen und diese Verbindung zu schaffen und auch die Verbindung zu den Ahnen. Manchen macht auch diese Idee von Geister, auch das ist bei uns so belegt, diese Geister und diese Anderwelt, dieses Jenseits, vor der wir uns fürchten. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Das Interessante ist, die Anderwelt ist ja jenseits der Zeit. Und da sind wir wieder bei Samhain. Samhain ist jenseits der Zeit. Und das ist sozusagen, könnte sagen, Zeitloch auch in der Zeit, kann durchaus passieren, dass man sich verliert in der Zeit. Keine Angst, normalerweise kommt man auch wieder zurück. Und ja, jedenfalls ist es die Möglichkeit, eine Reise zu machen. Natürlich eine innere, eine geistige Reise. Manche Menschen sind hellsichtig, können auch Wesen sehen aus der anderen Welt, können auch Ahnen sehen. Und diese Verbindung zu pflegen und in diese andere Welt zu reisen, mit dieser anderen Welt Kontakt aufzunehmen. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich unsere Ahnen. Es ist ja seit, ja, einiger Zeit, einige Jahrzehnte, längerer Zeit, dass so die Alten nicht mehr den Wert haben, dass die Ahnenpflege sehr reduziert worden ist. In alten Kulturen war es sehr, sehr anders. Wir sehen es auch an den Grabbeigaben, das früher bei den Kelten noch durchaus üblich war. Das Christentum hat es dann unterbunden, hat es verboten, Grabbeigaben. Aber da war früher bei den Kelten eben, bei unseren Ahnen, Vorfahren, war es durchaus üblich, die Toten zu bestatten und denen was mitzugeben für das jenseitige Leben. Das heißt, da war ein Bewusstsein, dass die Ahnen ein anderes, naja, Leben, was immer das ist, eine andere Existenz, sagen wir es mal so, haben, und zwar außerhalb von Zeit und Raum. Und dieser Ahnenkult ist früher ja auch diese Achtsamkeit, die Achtung, so, die Achtung und die Wertschätzung der Ahnen ist ja sehr wichtig und sehr, sehr bedeutend gewesen. Die haben die Weisheit, die haben das Wissen getragen.
Und es ist heute wieder ein bisschen ein Wandel, einfach nur deshalb einen demagogischen Wandel, weil es eben viele Alte wiedergibt und so eine Besinnung wieder darauf hin ist. Wir brauchen da zwar dieses unmittelbare Wissen nicht mehr, dafür haben wir andere Speicherformen, aber wir sind zunehmend am Entdecken, dass auch die Alten eine Bedeutung haben, ein Träger einer bestimmten Qualität sind. Und das ist schön. Ich hoffe, dass das auch weitergeht. Aber zurück zu den Ahnen. Aber auch das ist eine Zeit, uns zu verbinden mit den Ahnen. Also auch das ist eine Zeit und ein Zeitpunkt, uns bewusst zu werden, unsere unmittelbaren Ahnen, Großmutter, Großvater und so weiter zurück. Aber auch die Ahnen der Menschheit, die großen Menschen, die vor uns gewesen sind, die lange Ahnenkette, meine männliche Linie, meine weibliche Linie, die zurück zu verfolgen, nicht jetzt, weil man sie kennt, sondern einfach das Bewusstsein dahin zu richten und in Kontakt zu gehen. Und jeder, der sich mal bewusst mit einem Verstorbenen verbunden hat, weiß, dass auch Menschen, die gestorben sind, nicht weg sind. Ich habe sie immer noch hier. Ich habe sie hier, ich habe sie hier. Ich habe sie in meinem Geist, ich habe sie in meinem Herzen. Und die sind nach wie vor, begleiten die uns. Und die können uns tagtäglich begleiten. Und gerade zu dieser Zeit ist es wunderschön, wenn wir uns ganz besonders ein kleines Ritual machen, eine kleine Verbindung schaffen zu unseren Ahnen, zu unseren Vorfahren. Und mal so eine innere Reise uns erlauben, dahin zu gehen und diese Verbindung zu zelebrieren. Es gibt alte Legenden, Geschichten, wo eben diese Verbindung nur einmal im Jahr, nämlich genau zusammenhängend, möglich gewesen ist. Und nur in dieser Zeit. Und deshalb musste diese Verbindung oft warten. Ich denke, wenn ich einen nahen Menschen habe, der gestorben ist, der diese Erde in dieser Form, in diesem Körper verlassen hat, dann kann ich auch sonst jederzeit Verbindung aufnehmen. Aber Zusammenhang eben ganz besonders. Ja, auch die alten Ägypter haben zu dieser Zeit, nämlich vom 28. Oktober bis 2. November, das Fest der Erinnerung an die Toten, an die Ahnen gefeiert. Sie haben es das Fest des schönen Wüstentals genannt. Also auch eine Kultur, die schon sehr alt ist, hat diesen Zeitpunkt ganz unabhängig auch als diesen Ahnen-Toten-Gedenkzeit für sich beansprucht. Was die Kirche dann übernommen hat, weil es ihnen nicht gelungen ist, das auszurotten, ist Allerheiligen, aller Seelen genau an diesen Zeitpunkt auch zu legen. Allerheiligen, dieses Gedenken an die Toten, ist ja genau zum 1. November hin. Aller Seelen ist jetzt Gedenken der Seelen, an die im Fegefeuer braten, vor sich hin braten. Und so hat die Kirche das dahin gelegt. Und weil es eben nicht gelungen ist, dass diese alten Kulturen, wie so viele andere Sachen auch, wie es schon, ich meine, immer wieder ist, eigentlich in jedem Video berichte ich etwas davon, wo die Kirche einfach was übernommen hat. Fast alle neuen kirchlichen Zeitpunkte sind eigentlich alte Zeitpunkte. Und so auch eben aller Heiligen, aller Seelen. Aller Heiligen, auf Englisch All Hallows Eve. Und da sind wir beim Halloween. Und es ist ja ganz interessant, dass das von Amerika jetzt wieder zu uns kommt, dieses Halloween-Fest und dieses Gruselfest, wo die Kinder sich verkleiden als Monster, als Hexen, als Zauberer und sonstiges, um diesen Abend von Haustür zu Haustür zu gehen und so Trick or Treat, also das heißt, gib mir Süßes, sonst gibt's Saures, sagen wir bei uns. Und wo diese Kürbisse ausgehöhlt werden, so Fratzen geschnitzt mit Licht dahinter. Und es ist ja nichts anderes, auch wiederum erinnert genau an die Zeit. Das heißt, es ist eigentlich von Amerika, von uns zu Amerika rübergegangen. Also ein alter keltischer Brauch kommt jetzt auf diese Weise wieder zu uns zurück. Nur die meisten Menschen wissen das gar nicht. Die denken, das ist ein amerikanischer Brauch. Und es ist also überhaupt nicht so. Sondern es ist vielleicht ein amerikanisierter, ein etwas kindlicher, verkitschter, wenn man so will, und verniedlichter Zeitpunkt. Aber letztendlich ist es genau wieder das. Die Grenzen sind dünn zur Anderei, zu den Geistern, zu den Ahnen, zu diesen ganzen Dingen. Auch das ist nichts anderes wie eine Erinnerung genau an die Zeit. In eurer
modernen Fassung, wenn man so will, in einer harmlosen, verniedlichten Fassung. Aber wer sich von diesem Tod und den Schrecken des Todes überhaupt nicht beeindrucken lassen, sind die Mexikaner. Die Mexikaner haben einen Synkretismus, nennt man das, übernommen praktisch, eine Verbindung zwischen dem alten, traditionellen und dem kirchlichen Glaube. Und nachdem das eben von den spanischen Missionaren nicht auszurotten war, hat es diese Verbindung gegeben. Wie gesagt, Allerheiligen, aller Seelen ist ja ein Zeitpunkt. Und es ist ganz interessant, in Mexiko ist einer der wichtigsten Feiertage der Los Dios de los Muertes. Und das heißt, der Tag der Toten. Und es ist überhaupt nichts Dramatisches. Im Gegenteil, es wird gefeiert mit bunten Lichtern, mit Blumenkränzen, mit Totenköpfe aus Zuckerguss, mit Skeletten aus Marzipan. Überall sind Totenköpfe, die leuchten. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach das zu zelebrieren. Es wird eben gesagt, genau auch zu dieser Zeit, genau zusammenhängen, also genau zu diesem 31. Oktober bis 2. November in dieser Zeit, dass eben die Ahnen wieder zurückkommen zu den Lebenden und in die Häuser, wo sie gelebt haben. Da gibt es übrigens einen bezaubernden Film, einen Animationsfilm, der nennt sich Coco. Und auf eine ganz schöne Art und Weise zeigt er genau dieses Fest. Und mit einer Geschichte drumherum, aber es wird dann gut gezeigt. Aber es gibt auch andere, in YouTube findet man jede Menge, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann, dieses Mexikanisches, die Tage, El Días de los Muertes. Und diese Feierlichkeiten, die da eben, wo keine Scheu gewesen ist, auch Skelette. Auch sich als Skelett zu kostümieren, Totenköpfe aufzusetzen und es wirklich als buntes, fröhliches Treiben. Da sieht man eben auch dieser Ahnenbezug. Da ist es was Schönes, dass die Ahnen wieder zu uns zurückkommen, die Verbindung haben. Und nicht einfach nur, dass die Toten, wir legen ja schwere Grabplatten, damit die bloß nicht wieder hochkommen, legen hier auf das Grab und da werden sie eingeladen. Kommt zu uns, kommt uns wieder besuchen. Ja, das Wort Samhain hat zwei Bedeutungen. Einmal, also die oberflächliche Bedeutung Samfin, Sommerende. Aber es gibt auch eine tiefere Bedeutung. Da bedeutet Samhain Vereinigung. Vereinigung, die Kelten haben auch Samhain als zu dem Zeitpunkt als Vereinigung von Gut und Böse, Vernunft und Verwirrung, als Ausgleich. Und es ist symbolisch auch an der Vereinigung im Sinne von Vermählung des Sommergottes mit der Muttergöttin, mit der Erdgöttin, diese Verbindung von Dakta, dem Allvater, den ich schon erwähnt habe, in Morrigan. Und diese Verbindung ist hier auch zelebriert worden. Und es ist die Zeit des Ausgleichs. Es ist ja eine Zeit des Übergangs und gleichzeitig auch eine Zeit des Ausgleichs. Des Ausgleichs der Balance, der zwischen eben Gut und Böse. Es ist die Zeit, vielleicht auch eine Aufforderung, wo jeder in sich schauen kann, was es an Ausgleich braucht. Zu schauen kann, wo die Balance zu halten ist zwischen Gut und Böse, zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, zwischen Verwirrung, Vernunft. Wo es einen Ausgleich braucht, wo es eine Waagschale braucht, zwischen Dingen, die eben im Ungleichgewicht sind. Und auch das gehört zu diesem Zeitpunkt dazu, zu diesem Samhain, zu dieser Vereinigung von Gut und Böse, auch in sich Gut und Böse zu vereinen. Das bedeutet, in uns heißt auch mit denen, das, was wir schlecht als böse empfinden, als ungut empfinden, in uns aufzunehmen, in uns auch vielleicht einen Platz zu geben und uns zu sagen, okay, es gehört als Balance dazu, dass beide Seiten da sind, dass wir beide Aspekte in uns vereinigen. Das Gute in uns, das sogenannte Böse in uns, das heißt das Ungeliebte. Eigentlich ist das Böse das Ungeliebte, das Ungewollte. Und so ist auch zu diesem Zeitpunkt eine Möglichkeit der Verbindung, der Vereinigung
von diesen Kräften in uns. Die Kelten haben diese Zeitpunkte eben genutzt, um diese Kräfte, um diesen Kräfteausgleich zu zelebrieren und auch dieses Fest dafür genutzt. Ja, es gibt zu diesem Zeitpunkt noch eine alte mythische, legendenhafte Bedeutung: der Tod des Jahreskönigs. Zum Thema Tod habe ich ja schon berichtet. Und es ist so, die Geschichte ist, dass der Jäger, der für die Jagd beauftragte, den Sonnenhirschen erlegt und seine Gattin, die Vegetationsgöttin, raubt und in die Unterwelt verschleppt. Das finden wir übrigens auch in dem Mythos von Demeter, dem griechischen Mythos von Demeter, wieder. Einfach die gleiche Geschichte wieder. In dieser Unterwelt herrscht sie dann als Totengöttin. Und dieser Jahreskönig war ja früher eine besondere, eine mythische Figur, die vergangen ist, wo angeblich auch früher sogar wirklich ein Jahreskönig getötet worden ist, um einen neuen jungen König zu intronisieren, der also nur für ein Jahr gewesen ist. Ich habe das schon mal beschrieben in der Sommersonnenwende, im Video von Sommersonnenwende und auch dazu ein Buch, dieses Pan Aroma von Tom Robbins. Und dieses Buch, das beschäftigt sich am Anfang zumindest mit diesem Thema auch, der Tod des Jahreskönigs und die Notwendigkeit, dass dieser Jahreskönig sterben muss. Es findet sich auch wieder in der Artus-Sage. Artus, der eben stirbt und nach Avalon gebracht wird und da die Vereinigung auch wieder mit Morrigan, die Vereinigung stattfindet, die Verbindung stattfindet. Und so auch, wenn der Jahreskönig stirbt, wenn der Jahreskönig untergeht, vereinigt er sich ja mit der Erdmutter, mit der Allmutter. Und diese Verbindung auch hier wieder zeigt sich in diesem Mythos des Jahreskönigs auch wieder diese Verbindung zwischen Sonne und Erde, zwischen um die Fruchtbarkeit der Erde auch möglich zu machen, ist ja die Sonne, macht erst die Erde fruchtbar. Und dieses Symbolhafte, dieses Sonne, Gott, männlich, bringt zur Erde die Strahlen, die Kraft, die Energie, die die Erde fruchtbar werden lässt. Auch das findet sich in diesem symbolischen Akt des Jahreskönigs oder mythischen Geschichte vom Jahreskönig wieder und erleben wir auf diese Weise wieder. Und da gibt es einige verschiedene Geschichten, die das aufgreifen und aufzeigen. Und so eben auch diese Legende des Jahreskönigs. Ja, und als letztes noch ein Blick in die Astrologie, nämlich, dass die Sonne im Sternzeichen Skorpion steht. Und auch das ist sehr spannend, das ist sehr passend. Der Skorpion mit seinen Stacheln, mit seinem Gift schwächt die Sonne, die dann immer schwächer, weniger wird. Und der Skorpion ist ja auch das Zeichen der Transformation, ist ja auch was Bedrohliches, dieser Stachel. Und Skorpiongeborene kennen das vielleicht auch, diese Zwiespältigkeit, der Stachel, der nach außen geht, aber auch gegen sich selber richtet. Dass leidvolle Erfahrungen, schmerzvolle Erfahrungen in die Tiefe gehen müssen, sich auseinandersetzen müssen mit den tiefsten Tiefen, das dieses Leben zu bieten hat und mit dem Tod eben auch. Und was in der Astrologie oft auch gesagt wird, ist Sexualität. Aber vielleicht, wo ein bisschen wenig Beachtung ist, Sexualität bedeutet auch Orgasmus. Das heißt, der Skorpion, der ja für Sexualität steht, für diese Lebendige, für diese Leidenschaft, und wo der Orgasmus ja auch dazugehört. Und was heißt Orgasmus? Nämlich Schaffung von neuem Leben. Also auch da sind wir. Tod, der Stachel des Gift. Und gleichzeitig ist es das Symbol für neues Leben schaffen. Die Vereinigung von Mann und Frau, die es möglich macht, dieses neue Leben weiterzugeben, dieses neue Leben zu zeugen. Genau eben in dieser Zeit, auch manche Tiere zeugen genau in dieser Zeit auch die Jungen, die dann im Frühjahr zur Welt kommen, damit sie eben in den Sommer hinein wachsen können, was natürlich viel leichter ist, wie im Winter geboren zu werden, ist es wesentlich schwerer für Mensch wie für Tier.
Ja, und so ist es auch sehr, sehr passend, dass der Sternzeichen Skorpion, und auch da lohnt sich eine Auseinandersetzung mit diesem Sternzeichen beziehungsweise mit der Bedeutung. Was ist denn eben, was schwächt mich? Was ist denn der Stachel? Einerseits, wo kann ich mehr in die Tiefe gehen? Wo zieht es mich vielleicht in die Abgründe, die skorpionischen Abgründe? Und was ist das Thema Sexualität? Was ist das Thema auch dieser kleine Tod? Was ist das Thema des Vergehens und gleichzeitig damit Leben schaffen? Was ist das, was ich im übertragenen Sinn auch mit Leben schaffen zu tun hat? Dieses eben Stirb- und Werde-Prinzip, das das Skorpion wie kein anderes Zeichen ausdrückt. Dieses Transformationsprinzip, dieses Prinzip wirklich das in sich zu entdecken und sich zu erfahren. Ja, und so sehen wir, Samhain ist also ein sehr komplexes, sehr vielseitiger Zeitpunkt. Eine Aufforderung, in vielen verschiedenen Sichten und Erfahrungen zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen, sich die Zeit zu nehmen. Nicht zuletzt ist es die Zeit, die auch schon einen Ausblick gibt auf diesen Jahreswechsel. Dazu gibt es ein eigenes Video von mir, der dann diese Adventszeit, diese Vorbereitungszeit, das Lichtwirkommen bis hin zu Heilig Dreikönig und dann letztendlich, was ich schon gesagt habe, im Imbolgfest. Also da beginnt eigentlich mit diesem Winterhalbjahr, mit dieser Zeit des Samhain. Und alles, was ich beschrieben habe, diese ganzen Aufforderungen, mal wirklich für sich heute zu erleben, auch wenn der Winter seinen Schrecken verloren hat. Auch wenn die Bedeutung dieser dunklen Zeit nicht mehr so dramatisch ist. Aber genau zu dieser Zeit der Totengedenken, zu dieser Zeit des Sterbens, des Vergehens und des Wiedergeborenwerdens. Und man sieht, der alte Satz, stirb, bevor du stirbst, der zeigt genau zu dieser Zeit aus, auch das Skorpionische, zu sehen, wenn ich ganz in mein Leid, ganz in meinen Tiefen, in meinen Schmerz gehe, ist es ein Sterbeprozess, ist es ein Vergehen, ist es ein Gefühl, wie ich verliere meine Existenz. Ich vergehe an diesem Schmerz, ich vergehe, der ist zutiefst in mir. Und sich darauf einzulassen, bedeutet aber auch, wenn man den Mut hat, wieder neu geboren zu werden, mit einem neuen Aspekt des Lebens. In diesem Körper, in diesem Leben, in dieser Zeit, die uns noch verbleibt, die begrenzt ist. Und diesen Wert, diesen begrenzten Zeitraum wirklich zu nutzen. Jetzt ist die Zeit dafür, wieder auf einen besonderen Aspekt zu achten und sich das zu Gemüte zu führen und diese Erfahrung zu machen. Vielen Dank, dass Sie mir gefolgt sind, für das Zuhören, für das Aufmerksamsein. Und vielleicht einen oder anderen Aspekt für sich in Anspruch zu nehmen, weiter zu verfolgen. Ja, ich danke. Auf ein Wiedersehen.